Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, Gottes Frieden in dieser Vermittagsstunde, wo wir über sein Wort nur denken. Ich möchte ganz kurz von der und einmal mit Ihnen das Gleichnis von den Pharisäern und den Zöllner bekehren. Da finden wir in Lukas Kapitel 18, der Versen 9 bis 14. In Lukas 18, Vers 9 bis 14, du lest wieder Gleichnis von den Pharisäern und den Zöllnern, das sage ich. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. So Jesus sieht das Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ein Pharisäer wird ein Chef, ein Lehrer, wie eine Partei, eine religiöse Partei in Israel, die Jahre Zeit. Paulus wird auch ein Pharisäer, der Hirte dieser Partei. Und so wird ein sehr stolz darauf, dort soll das Gesetz halten und danach viele Sachen zu tun. Zöllner, dort wären die verachtetesten Menschen am jüdischen Volk, die Janet, die dort wären sozusagen, die das Volk betrogen haben. Deswegen sie schoben für die Römer. Die Juden wären ohne die Römer. Sie schoben für die Römer, sie den Taxgleichen verehrt. Und sie wären sehr verhoste Menschen. Jesus, als hier niemand Menschen, wird ab sich selbst vertrauen, dass sie reich sind und wird die Ewa hier verachten. Ich frage mich einmal, wie sind die Menschen aus dem Sinn? Wie aus der Gemeinde sind Probleme aus dem Sinn? Ich denke, das ist ein Problem für die ganze Menschheit, dass wir uns später glauben und dass wir die Nächsten verachten. Ich denke, das ist auch ein Problem für den Christ. Wenn ich mich persönlich betrachte in meinem Leben, dann würde ich sagen, das ist einfach eine Sache, die ich ständig schaffen muss. Dass ich nicht auf mich selbst vertrauen darf, dass ich reich sein und die Ehe andere verachten. Und ich glaube, wenn wir abrechtig sind, dann müssen wir das alle tauschen, dass wir so ein Problem aus dem haben. Und dort sage ich so: Jesus redet das Gleichnis zu so einem Menschen, wo sonst das Denken, sonst diesen Weich von Denken haben. Sie vertrauen auf sich selbst, dass sie reich werden und sie verachten den Nächsten. Das Pharisäer, der kommt selbst gereicht im Tempel nennen, hat kommt Gott vertrauen, was er für Gott getan hat. Er vertraut auf sich selbst. Und eigentlich weiß er ganz schnell, dass er besser wird als der Nächste. Er hat seine Maßstäbe, seinen Mutbund, den er mit. Und alle Menschen, die er mit dem Mutbund meten, in sich selbst auch. Und er kommt so weit aus dem Mutbund meten, dort, in der Rahmen arm, aber nicht. Er sagt, ich danke dir, dass ich nicht sein soll, der ewige Mensch. So, der andere kommt alle Tokart mit seinem Mutbund. Und dann sagt er noch, Räuber, Eirechte, Ehebrecher, er hat auch das Zöllner. Weil das Problem mit dem ist, dass uns einer Mutbund ist ganz anders als Gott sein Mutbund. Wir haben keine Idee nicht mehr von dem Mutbund. Wir haben keine Idee nicht von unserem Sinn, von unseren Eirechtigkeiten, was wir alles tun. Wenn Gott sagt, wenn Jesus sagt, wenn du den Nächsten in Glas kalt Wasser geben lässt, dort wird die nicht unbelohnt bleiben, so wird cleanet aus dort, belohnt Jesus, dann fragt mich, was von der kleinen Eirechtigkeit bestraft Gott. Wir fragen begut wie kleine Eirechtigkeit, was wir vielleicht nicht mal Anwerbings wieder uns also eingewandt haben. Wofür gehen wir auch eine Eierreichtigkeit, indem wir andere verachten,
wo wir nicht die ganze Situation haben, aber einfach bloß am, wenn ich glaube, ich bete aus der Nächsten. Paulus sagt in Römer 2, Vers 1, ich will den Vers einmal lesen. Du sagst, es ist das. Darum bist du nicht so ein schuldiger nur Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Ich habe mich fair im Gebiet gecatcht. Wenn ich dann mal seht, in einem Gedanken über den nächsten Uthul, oder auch ein Wirt, wie immer, dann ob ich dann, war mir das ganz klar. Und ich glaube, dass der Geist Gottes für das tät. Das selbst hier, das du. Kriegt das, über was die Uthul das, das du auch. Das sag ich hier, in dem, was wir den anderen rechnen, dass wir uns selbst in Urteil geben, wenigstens wieder in das selbst hier. Und wir haben vielleicht nicht selbst hier Sinn begonnen, aber wir bedenken auch das Gesetz und wir verachten die Jahre, wenn wir das Gesetz hier bedenken haben und ich habe auch das Gesetz hier bedenken, vielleicht mal in einem anderen Sinn, aber das Problem ist das selbst hier, ich gehe in Gott, ich bedenke das Gesetz. Wir sollen so viel leichter den Speicher in den nächsten Sinn üben, als dass wir uns beugen im Übermorgen, so dass Jesus in der Bergpredigt sein wird. Weil das wieder das Problem von diesem Pharisäer. Er kommt selbst hier rein, er verachtet den Nächsten, er hat die Mieten, wurde über an Gott erst zu mieten, und er vertraut Gott, was von ferne wird. Er sagt hier, ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, sogar vom Garten, die in der, von der Jalmir, die in den Tempel. So haben die Pharisäer dort. Ich denke nicht, dass das schlecht wird. Aber ich muss Gott dort gut vertrauen, was von ferner wird. Ich denke, wie du ihn auch fragen soll, nicht? Vielleicht nicht am Gebet. In Sprüche 28 Vers 9, wir wollen den Vers nicht lesen, aber du sagst, dass ein Mensch, der gegen das Gesetz hat, den sein Gebet alleine erst all und Gräuel vor Gott. Ich denke, wir dürfen vielleicht nicht am Gebet Gott gut vertrauen, wie fern wir sein. Aber habe ich nicht fragen an unsere Gedanken, wie fern wir sein? Aber wenigstens so viel besser wie sein als der Nächste. Das Problem ist, wir dürfen uns selbst erhöhen. Wir dürfen nicht mal Buße. Uns selbst erhöhen meint, wir dürfen nicht Buße. So verstehe ich das. Wir erkennen nicht, wie viel Sinn wir vor Gott haben. Wir glauben ja, wir leben ja fein. Wird ja erkannt von wahre geborene Menschen, die hier sagen, ich glaube nicht, dass ich jeder Tag sind. Und vielleicht denkt wer von Ihnen auch so, dass ich nicht jeder Tag sind. Aber dann fragt mich nur das geratste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Komme ich dort jeder Tag nun? Wenn ich nicht, dann habe ich all gesündigt. Wird ihr dann ab einmal dann erkennen, wie sinnhaftig wir sind vor Gott. Wie kalt wir kommen vor Gott. Dann ob uns können wir uns nicht mal so erhöhen als das Pharisäer. Und dort ist, was Jesus hier sagen will. Erkennen, wie sinnhaftig du bist. Erkennen dort, wie kalt dein Mutbund ist gegenüber Gott. Sina. Jesus sagt, wenn du dich selbst hochmerken lässt, dann wird Gott dein Duhl niedrig merken. Hör, was dein Duhl schlug. In Sprüche sagt dort, Hochmut kommt vor den Fall. Ich denke, Pferden wird vielleicht nicht, ob diese ihr uns niedrig gemerkt, aber eine Hall wird das tun. Gott wird im Reich, reichen. Heute haben ein Mutbund, ein Maßstab, wird vor oben post, wo wir können hinkommen. Bitte, wie du uns selbst erniedrigen, ist das Zölle. Bitte, wie kommt es das Zölle? Das Zölle ja nicht ungefähr, ich bleibe hängen. Er hilft nicht nur seine Ohren ab, er schlägt um seine Brust. Und er sagt, Gott, sie sind da gnädig. Er kann dort, er kann Gott nichts bringen. Nichts. Und das muss wir auch erkennen. Wie man das erkennen, dort, wie kann Gott nichts bringen? Uns Mutbund kennt noch nicht.
Und man vielleicht sie denken, wir haben nicht viel Schlammert, wir haben nicht keine Sinn, die tun. Jakobus 5, Vers 17 sagt, wer du weit gehört, der hat und nicht dem, was du da unten sind. Wir wollen niemals lang genug vor Gott kommen, kann man sagen. Wir sagen, wir haben kommt zu Gott, wir kommen immer zu Gott vor Gott. Und weißt du, wo wir dort erkennen, ist das Hölle, dürfen wir uns selbst erniedrigen. Wo wir Buße tun, du wird Gott uns erhöhen. Vielleicht nicht hier bei ihr, du zuck nicht neulich hier bei ihr, hier fehlt uns dort nicht. Aber im Himmel, du wird er uns erhöhen. Du wird er uns Jesus Glück stellen, und du wird wie Jesus sein, so ist er erst. Weil wo wir erkennen, dass wir vor Gott zu Gott kommen, wo wir erkennen, dass wir täglich vor Gott zu Gott kommen, dort wie Gott eigentlich bloß einen Hüben Sinn zu bringen hat, du verjäfft uns. Wo wir du Buße, denn du verjäfft uns. Johannes 1, ist die Johannes 1 verstehen, falsch, was wir kennen, wo du sagst dort, hey, unsere Sinnen verjäfen dort. Heuer ist hier reich, heuer verjäfft uns dort, und er wird uns erhöhen, bis in die Tiet. Weil ja, ich will uns warnen, du fair, wer war Apostel, die nächsten zu erreichen, wer wir Apostel den Nächsten zu verachten und wer wir besonders für Apostel zu glauben, dass wir das Allheilig kriegen haben, dass wir all Gott auf sind, dass wir all besser sind als die Nächsten. Und vielleicht sagen wir, na, was ist das nicht, aber wie machen wir den Sinn von den Nächsten oder wie machen wir Probleme, die in der Gemeinde sind oder was immer, du machst wie von reden. Wie machen du von reden? Aber ab da war ich, was die Bibel sagen wird. In Galater saß, Vers 1 sagt dort, es ist das. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Ach auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Weil ich denke, wo wir nur das Prinzip wünschen, du wo wir so manchmal auch erkennen, dass wir uns Amtsrechte drehen haben. Wir haben uns Amtsrechte drehen, wir haben uns Amtsrechte holen. In Petrus habe ich ein Vers, wo er so sagt, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und ich denke, dass jetzt Hand in Hand mit diesem Vers, wo wir läuft uns untereinander haben, du wo wir uns halten, Amtsrechte sind, drehen Amtsrechte, die sind bedarken, die sind für jeden. Das meint nicht, dass das sind plätscheln, das meint, dass das sind für jeden. Und wo wir uns um sich halten und nicht denken, ich bin besser als das Nächste. Ich bin gerechter, ich habe besser heimgekriegt. Wer wird uns hüten dafür? Ich lese zum Schluss noch einmal Vers 14, und das ist jetzt, sage ich. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Weil einer ging gerechtfertigt davon. Und dort wieder, was Gott nicht zu bringen hat, bitte seine Sinn. Mach Gott sie ihm gut segnen.